Ich verbinde mit der friedlichen Revolution den Tag, als es passiert ist. Ich bin nach Hause gekommen am 9. November und meine Eltern saßen gebannt vorm Fernseher und ich dachte, das gibt es ja gar nicht, obwohl sie es angedeutet hat. Am nächsten Morgen in der Schule war ich enttäuscht, weil die Lehrer das Thema nicht aufgenommen haben, habe mich mit meiner besten Freundin auf dem Schulhof verabredet. Wir haben geschwänzt und sind mit der Bahn nach Berlin gefahren und sind dann an die Grenzübergänge gegangen und haben gefeiert, sind auf die Mauer geklettert am Brandenburger Tor, haben geweint, uns gefreut und ich bin froh, dass wir es miterleben konnten. Und es war wirklich einmalig und wir waren dabei.